Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der gepflegten Zockerei, mal wieder hier im postapokalyptischen Wahnsinn. Heißen euch eure Microwavers willkommen. Bei mir, wie üblich, der Lubus Nox. Hallo. Und da unten buddelt der Baldur. Der buddelnde Baldur, auch sehr schön, ja. Hallo. Fleißig, fleißig. Und hier oben mit mir zusammen das Flammenmeer. Yay! Hallöchen! Ich bastel hier auch mal ganz eifrig gerade. Ich muss was trinken. Ich habe heute meine Alkoholration noch nicht. Oh nein, das wäre eine Unterstellung. Die würde etwas zu weit gehen. Kann das sein, dass wir gar nicht... Ach doch, wir haben doch noch was zu essen. Wir haben ja noch die Bacon and Eggs. Wir müssten auch was normales Fleisch haben. Aber nur noch 4 Stück. Ich habe mir gerade welche genommen. Was denn? Mach mal die Hand auf. Guck mal hier. Pistole für dich. Oh. Die Molter kannst du wegschmeißen. Irgendwie habe ich die gerade doppelt gehabt. Ja gut, dann grüße ich hier nichts. Baldur, magst du auch eine Pistole? Aber wenn ich ehrlich bin, brauche ich die Pistole eigentlich gar nicht. Ich finde die Armbrust viel geiler. Ja, für Hunde wäre die ganz, ist die ganz praktisch. Ja, okay, das ist richtig. Ja, so auf Anhieb eigentlich. Ja, eine Pistole ohne Munition. Das ist, Ja, die Geduld, junger Padawan, an die Munition mache ich mich jetzt gleich. Vorher möchte ich nämlich noch was anderes machen. Brauchst du die zweite Wand hier noch? Zweite Wand? Welche zweite Wand? Was? Wovon redest du? Wo du hier die zweite Wand machst. Zweite Wand? Brauchst du da noch diesen zweiten Umlauf? Nö, sollte so gehen. Okay. Es sind nur noch Krab drei jetzt Teile. Nichts ab. Noch Wasser. Baldur. Das wäre ein bisschen heftig. Was denn? So, ich mach gleich mal ein bisschen Tee. Ich sag nur, grab jetzt bitte nichts ab, weil das wäre ein bisschen blöd. Was ist mit Tee? Was ist mit Tee? Tee. Ich zweifle etwas an der Zeit, die ist gerade schon wieder hochgegangen. Ja, was ist denn jetzt mit der Zeit hier los? Sag mal, ich hatte doch mehr Nitrate. Kann mir doch keiner erzählen, dass da jetzt keine Nitrate mehr sind. Wer macht denn sowas? Keine Nitrate mehr da. Ach, da oben sind noch welche drin. Da ist auch Blei drin. Das hat da aber nichts drin zu suchen. Das ist die Munitionskiste. So. Mensch. Kommt alles hier unten rein. Jetzt mache ich gerade Tee. Ach, ich habe ja noch Leder. Wo willst du denn Leder hinhaben? Oben in die Waffenkiste? Ja, mach mal in die Waffenkiste. Ach, da. Das glaube ich gar nicht verkehrt. So. Da ist drin. So. Ich muss mal meine Sachen reparieren. Ich beschäftige mich jetzt im Moment mit der Konstruktion, dem Bau und dem Entwurf von diversen Waffen in dieser Reihenfolge. haben wir nur noch 3 Metallbarren? Lass mich an die untere Kiste, dann lege ich noch 2 rein. Ich hoffe nicht. Ich habe mir gerade einen rausgenommen. Ich habe dann. Jetzt haben wir noch 5 Metallbarren. Oh. Ich hatte mir nämlich vorhin ein paar rausgeholt, weil ich ja die Pistolen am Gießen war. Das ist schlecht. Die sollte ich vielleicht mal wieder da oben rein. Ja, Leute, ich habe so viel Metall nicht aus dem Berg geholt. Da hinten ist auch noch haufenweise drin. Also, ich würde vorschlagen, dass wir nächsten Tag mal rübergehen und ein bisschen... Das wäre vielleicht am sinnvollsten. Blödsinn kloppen hier. So. So. Das hätten wir schon mal. Das hätten wir auch schon mal. Bike Club reparieren. Wo habe ich denn jetzt schon wieder... Ach Mensch, ich hasse das. Manchmal bin ich doch echt ein bisschen durcheinander. Manchmal? Danke, Lofus. Bitte gesagt, wir könnten doch hier wieder mit Hatches arbeiten, oder? Das war meine Idee. Mit bitte was? Achso, wieder so eine lustige Zugbrückenkonstruktion. Ja, genau. Ja, warum nicht? Klar, sicher, würde gehen. Haben ich wir baue noch? Mal welche. Haben wir noch? Mhm. Ich baue mal welche. Wir haben keine Rocks mehr, ne? Doch, die müssten oben in der Baukiste sein, also in der Hausbaukiste. Ah, cool, warte, nee, hat's erledigt. Ich sehe gerade, wir haben noch. Okay, da liegt die doof. Was hast du da? Ich hau die wieder kaputt. Weil? Man da nicht rüberlaufen kann. Was? Ich hab gerade Schaden genommen, wenn du es gehört hast. Nicht streiten, Kinder. Alles wird gut. Eins zu tief gesetzt, du musst die oben draufsetzen. Nicht in den gleichen Frame. Sollte eigentlich gehen. Wir hatten doch hier irgendwo Papier.
komisch. Da! Munitionskiste. Vielleicht muss ich zwei. Vielleicht muss ich zwei setzen, vielleicht bin ich da runtergerutscht. Das kann natürlich sein. Dann muss ich das so machen. Shotgun Shells, jede Menge. Für die erfolgreichen Zombiejäger. So. Ich hab letztens gesehen, ja, genau. Bei uns in der Buchhandlung gibt es tatsächlich den Zombie Survival Guide. Naja. Ja. Kann man immer gebrauchen, aber. 64 Bugshots. Wie kommen wir jetzt eigentlich wieder rein? Kommt ihr sofort. Ah, so. Ah ja, das. Ich sehe irgendwie gerade, wir haben noch relativ wenig Messing. Ja. In die Häuser rein und Messing-Sachen zerkloppen. Hm. Na, das ist gar nicht so einfach, hier was zu bauen. So. Könnt ihr jetzt noch zusätzlich 53 Messinghülsen haben wir noch? Mhm. So. Weil Schrotgewehrmunition habe ich bin ich gerade bei 64 an der Mache. Das dauert jetzt natürlich noch ein bisschen. Mhm. Dann würde ich eventuell noch Pistolenmunition herstellen. Mhm. Wenn du noch eine möchtest, Baldur, sagst du Bescheid, oder hat der Lupus dir seine gegeben? Nein, nein, im Moment interessiert mich Pistole nicht. Ich muss gestehen, ich habe die Brücke scheiße gebaut. Wie, du musst gestehen, das war uns von Anfang an klar. Das ja, bei den niedrigen Kosten, die du genannt hast. Wenn ich es richtig sehe, geht jede Tür anders auf. Das ist, guck mal, da kommt keiner raus, das ist Blocken, das ist voll die Taktik. Weißt du, so, Klappe auf, jetzt, ja, da kommt auch kein Zombie mehr rein, ne? Das Problem ist, die werden die dann zerkloppen, das ist dir hoffentlich klar. Ja, dann kommen wir halt selbst nicht mehr raus. Das ist das geringste Problem. Wir brauchen ja nur wieder die Türen zu setzen, dann ist gut. Wir haben kein Eisen mehr, ne? Ne, ich sehe keins. Was meinst du, was ich gerade gefragt habe? Stimmt, du hast es gerade gefragt. So, jetzt muss ich mal gucken, wie man die richtig setzt. Wie konnte man eigentlich noch drehen? Mit Linkstick, ne? Ammo. Ah ja, sehr schön. More Ammo. Och nö. So. So richtig? So ist richtig. Was ist das jetzt schon wieder für ein Rotz? Die da sind ganz gemein versteckt. Ah, die mittlere Schmiede funktioniert schon wieder nicht. Kaputt neu. Ups. Vielleicht bin ich auch einfach zu doof, um die Schmiede zu benutzen. Kommt mal rein, ne? Das ist gleich. Sind noch 10 Minuten. Das will ich jetzt hier noch zu Ende machen. Okay, ich korrigiere meine Aussage. Die Schmieden funktionieren wieder alle nicht. Ja, hol raus, mach kaputt, mach neu. Ich probier's jetzt nochmal bei der letzten. So. Das sieht doch schick aus. Nö. Material drin, sie geht nicht an. Also sie stoppt nicht einfach, sondern sie geht nicht mehr an. Magst mal jemand anderes probieren? Ja, naja, das wird wahrscheinlich nichts bringen. Wahrscheinlich nicht. Ja, aber die ständig zu zerkloppen und wieder neu und hin und her ist ja auch blöd. Ja, aber frag mich, was das sein soll. Vielleicht darf nur der dran, der sie gesetzt hat. Oh, das wäre aber ein bisschen. Ich probiere es jetzt mal, indem ich eine neue baue. So, 64 Shotgun Shells for the win. Baldur, die Zeit ist bald abgelaufen. Also ja, ja, Zeit. Ich bin hier gleich mit den drei reinen Woodspikes fertig. Deine Zeit ist abgelaufen. Du kannst nicht vorbei. Ja, die Zugbrücke wird hochgezogen gleich. Ups. Ich kann keine Schmieden bauen. Fällt mir gerade mal so ein. Ich glaube, das Forge Ahead hat sich nämlich der Baldur gegriffen. Yep. Ja, ich hab's auch. Oh, weißt du, was ich noch machen kann, wenn der Baldur ja eine Nagelpistole hat, ne? Ihr wisst ja, was man mit den Nagelpistolen noch ganz hervorragend machen kann. Sachen kaputt. Sachen ganz. Da ist gut. Super. Da. Ja, ich hab den Übergang gesucht. Man kann mit der Nagelpistole auch Sachen reparieren, ne? Ja. Ehrlich? Ja, du ballerst drauf und kannst die ganz machen. Ich habe jetzt mal eine Nail Mold gemacht. Ich mache die oben in die Munitionskiste. Oh, was sehe ich denn da? Probiert ihr mal, ob die Schmieden bei euch was hergeben. Bei mir funktionieren sie nicht mehr. Da ist ja eine kaputte Wand. Zack.
Boah, sag mal, wer hat denn hier repariert? Das ist ja alles kaputt. Ein paar Patronenspitzen machen, aber irgendwie kannst du. Ohne Molds kann ich nichts machen. Unten in der Kiste müssten eine. Oder hol bitte oben aus der Munitionskiste, hol mal die die Kugelspitzengussform. Ich guck mal, ich guck mal nach Zombies. Ja, Moment, ich esse jetzt erstmal was. Oder? Oh, bei unserem Kochfeuer haben wir übrigens genau das gleiche Problem. Wieso läuft der Tee nicht weiter, oder? Ja, es sind 5 Tee drin, aber der Timer läuft nicht weiter. Doch. Oder? Okay, bei mir nicht. Nee. Dann siehst du, dann hängt's wirklich. Nee. Jetzt hängt er. Ich nehme mal das raus, was drin ist. Guck immer auf den Timer links vom Feuer. Wenn ich nochmal auf Guck drücke, dann. Nö, da. Ja, jetzt wird's langsam ein bisschen nervig, ganz im Ernst. Doof. Tja. Doof. So, oben ist wieder ein bisschen Tee drin. Ja, dann müssen wir das Campfire auch abreißen. Ja, das bringt aber doch nichts, wenn wir die Dinger dauernd abreißen und neu bauen müssen. Das da sieht schon irgendwie sehr lustig aus, wenn man da runter guckt. Hm? Was? Oh. Achso. Boah. Wen soll ich runterwerfen? Nein. Nein. Ja, also ich mach dann. Ich guck auch weg. Ich sehe das gar nicht. Ich mach dann am nächsten Tag oder bei Gelegenheit hey. Einen Umlauf weg. Das Schubsteiner, das ist ja ganz recht hier. Sitzt das nicht jetzt weg? Oh Gott. Ich bin aber perfekt auf den. Wie, dann hast hier bitte mal, wo Zombies sind, dann fühle ich nämlich gerade hier noch die Frames ein bisschen auf. Dann hast du dir nicht mal die Beine gebrochen? Boah, ey. Nein, ich bin... Glück gehabt. Ich habe ein schweinemäßiges Glück gehabt, ja. Ist ja schon Schweinerei, ja. Zombies sind keine zu sehen. Nee, noch nicht. Im Westen nichts Neues. Oh, sie kommen aus Osten. Ja. Also, die Baumgruppe hier muss weg. Ja, die muss wirklich weg. Da sieht man nix. Ja, ist doch nur wieder eine Ausrede, damit der Bäume fällen darf. Nee, man sieht wirklich nichts. Vielleicht ist das also Tarnung, dann sehen die Zombies uns vielleicht auch nicht. Sag, man sieht es doch mal von der Seite. Also ein Zombie kommt definitiv nicht hier in die Lücke rein. Wenn er auf den Cobblestones steht. Mhm. Apropos, da wollt ihr ja noch was machen. Boah, du Sau! Das, was? Schubst ihr euch jetzt gegenseitig? Ich hab mich geschubst, die Sau! Ich hab gar nichts gemacht! Ja, sicher hast du mich geschubst! Ihr seid solche Deppen, ey! Oh Mann, wie die Kinder! Wie so. Die Kinder! Furchtbar! Jetzt geh ich da nicht mehr hoch, hast du jetzt davon? Ich möchte das nicht! Ich möchte doch einfach nur hier raus! So. Die Zombies werden dich bestrafen. Was machst du denn da? Du wirst Zombie Woodframes jetzt. Mir wird noch eh noch hier ein Geschoss oben drauf. Achso, ich ja, dachte, das ist richtig. Ich dachte, du baust da jetzt gerade die Kindersicherung. Bitte, keiner mehr wäre vielleicht sinnvoll, ja. Ja, großartig, die Kindersicherung, ey. So, wir haben ja noch was Anständiges zu essen hier. Das ist doch schön. Na, dann hau ich das schon mal zu. Macht ihr mal, ich erhöhe währenddessen mein Health und Stanima. Zombies! Zombies, Westen! Oh. Sogar ganz schön viele. Lupus, Panik! Zombies, Westen, Lupus, Angst! Nee, Lupus nicht Angst, aber Naja, das geht doch noch. Ja, ist nur doof, dass die, die Spikes im Prinzip nichts bringen. Ja, weil sie halt eben nur kurz drüber laufen, dass sie da nicht stehen bleiben. Ja, die laufen über die Rahmen und zerkloppen uns übrigens gerade einen Türrahmen. Ja, ich hoffe, du machst da unten was. Ja, ich hoffe, du machst da unten was. Ich muss erstmal mein Repair-Tool suchen. Ich hab schon. Ich musste erst dein Repair-Tool suchen. Woher hast denn du einen Clawhammer? Ja, den hab ich gefunden. Achso, stimmt, richtig. Du erwähnst das aber. Ja, deswegen wollte er auch alleine im Baumarkt rumgammeln. Hat sich die ganzen Sachen selber eingesackt. Weitere Zombies. Ja, die Woodspikes bringen so nichts, da muss am nächsten Tag dieser eine Umlauf da weg. Ja.
da nochmal Woodspikes rein und dann funktioniert das auch mit den Nachbarn. Quasi. Quasi, ja. Oh Mann, das sind aber einige. Ja, und die kloppen da oben auch die Rahmenframes kaputt, ne? Ja. Ah, shit. An den hier kommt man durch die Leiter wieder nicht dran. Ja. Das ist relativ schlecht. Ja, muss man dann von außen machen. Ja, ich zieh da ja auch nochmal Cobblestones hoch, aber im Moment ist das halt scheiße. So, den letzten, die letzte. Ah, doch, Teppich, okay. Hast du? Ja, ja. Meine Güte, was ist das für eine Schreierei draußen? Ja, schön. Unsere Schmiedemolds funktionieren immer noch nicht, ne? Scheiße. Der hätte mich jetzt auch gewundert, wenn sich das geändert hätte. Ja, ja, weißt du, dann könnte ich eine Pumpgun oder Munition für die Pistole machen, so bringt das ja überhaupt nichts. Das ist doch blöd. Mann. Wieso hast du die jetzt eingesammelt? gar nicht, das war ein Versehen. Ja. Aha. Die Kerzen müsst ihr halt rausholen, damit ihr die Frames da setzen könnt. Könnt ihr ja dann anders setzen. Ja, das kann man auch später noch machen. Das ist jetzt ja so auf Anhieb mal kein. Das ist jetzt mal das Problem. Geringste Problem. Ja. So was halt mein Problem ist, ich kann im Moment nichts Vernünftiges machen. Ich kann keinen Zement machen für. Warum zerhauscht sind? Achso, ja, ist gut. Ich kann runter. Keine Schmieden bauen. Immer ja, ja, nicht. ja, ist ja gut. Ich hab's. Ja, geht nicht so! Wo haben wir dann noch Metall? Ich bin ein trauriges Kleines. Unten in der Truhe. In der unteren oder oberen? Unten in der Truhe, in der untersten. Der oberen. Von unten. In einer der beiden, da haben wir irgendwie noch vier. Zumindest waren es eben. Weil ich glaube, wir haben nämlich keine Röhrchen mehr. Das wäre doof. Ich höre wieder Zombies. Ich würde sagen, ja, wieder aus Westen. Ich bin aber... Oh ne, Sekunde. Ach, das. Ach ne, da hängt ein Nachtzügler. Ein Krabbler. Ach man, immer die zu spät zur Party kommen, ey, das ist ja schlimm. La 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 la. So, die Umrundung habe ich fast geschafft. Mhm. Da ist noch einer. Hat eigentlich irgendwer die Uhr im Auge? Welche Uhr? Ach, die Uhr, ja. Hä, Sekunde, hier waren doch irgendwo. Irgendwo war doch Holz in einer der Kisten. Warum finde ich das gerade nicht wieder? Hat das irgendeiner rausgenommen? Ja, da war Holz drin, aber ich habe nur eins. Die habe ich rausgeholt, um noch Woodlock Spikes zu machen. Achso, weil da waren doch irgendwo vier Stacks drin, deswegen. Oh, guck mal. Noch was reparieren. Kannst du nochmal reparieren? Da! Ist was auf dem Kopf? Da sind keine Schmieden mehr. Ja, dann setz doch neue. Ich kann ja, keine bauen. Immer noch nicht. Dabei. Mann. Immer nur, ich kann nicht. Ich das will nicht. Das finde ich sau lustig. Ich mag dich. Was? Wen magst du nicht? Dich. Och, Lupi. Nein. Alles wird gut. Bist du sicher? Ich denk doch. Wir werden alle sterben. Garantiert. Dann ist ja gut. Das Einzige, was sicher ist. Dann werde ich ja nicht enttäuscht werden. Es ist mir zu ruhig. Es ist zu ruhig da draußen. It's a trap! Jo. Aber? Akbar, wer hat dich gefragt? Oh, Akbar. Zeit ist rum? Ja, Zeit ist rum. Du sagst es. Das ist okay. So tragisch. Und in der nächsten Folge gucken wir da mal, ob unsere Portals wieder funktionieren. Ja, ich setz die jetzt noch neu. Das sind noch zwei Stück. Oder eine, die noch gemacht werden muss. Und
Dann haben wir wieder 3 Stück. Jo. Aber vielleicht dient die wirklich nur mal derjenige, der sie gesetzt hat. Also ja, in dem Fall dann ich. Bist du jetzt der Schmiedemeister. Dann mach coole Tipps. Geht klar. Tipps. Yeah. Beim nächsten Mal. Coole Tipps. Jo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao.